Hallo Menschen, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Mimosa Lee und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich habe euch heute Morgen schon eine Szene aufgenommen und ich glaube, wir legen direkt mit dieser Szene los. Ich bin gerade das Bett neu beziehen und ich wollte euch einen kleinen Tipp geben. Ist mir ein bisschen peinlich, aber ich glaube, das kann vielen helfen oder vielleicht macht ihr das sogar so. Und zwar, wenn ich meine Tage habe, benutze ich immer diese Teile. Das sind eigentlich so Babywickelunterlagen. Die benutze ich dann auf meiner Matratze, damit, falls mal etwas daneben geht, man weiß ja nie, dass dann da wirklich alles da drauf geht und die Matratze nicht dreckig wird, weil ich finde das so eklig und somit habt ihr einen guten Schutz. So, ich gehe jetzt aus der Wohnung. Und heute muss ich ein größeres Auto mitnehmen, weil ich ja zum IKEA fahre. Und da brauche ich mehr Platz. So. Kommen wir mal raus. Und los geht's. Hallo. Hi. Vater Pusch. So, wir sind jetzt bei meiner Mutter. Und ich warte, bis sie runterkommt. Und dann gehen wir direkt ins IKEA, weil meine Nägeltante hat erst um 18 Uhr einen Termin frei. Das heißt, ich erledige jetzt erst diese Sachen, dann fahre ich meine Mutter nach Hause und dann mache ich meine Nägel. Ich kann die nicht mehr anschauen und die sind jetzt viel zu lange. Dann komme ich überall so ran, kennt ihr das? Weil die Länge anders ist als sonst und ich mich nicht dran gewöhnt habe. So Leute, das ist jetzt der Einkauf. Und IKEA ohne Hotdog darf nicht fehlen. Wir haben jetzt die Sachen ins Auto gelegt und jetzt fahren wir noch in zu Lipo. Dort holen wir noch einen Teppich ab und dann finito. Ich bin endlich zu Hause. Ich habe meine Nägel gemacht, habe meine Mutter nach Hause gefahren und die Sachen vom IKEA sind noch im Auto. Ich mache mich kurz fertig, also ich ziehe mich wärmer an, weil ich noch Freunde besuchen kommen und wir chillen ein bisschen. Guten Morgen, Menschen. Heute ist ein neuer Tag. Ich muss gerade ein bisschen aufräumen. Ich zeige euch, was ich gestern Abend noch so fertig gemacht habe in der Wohnung. Ich habe das hier gekauft. Ich zeige euch jetzt nicht das ganze Badezimmer, sonst seht ihr schon die fast fertige Roomtour. Hier habe ich zwei Töpfe und zwei Pflanzen gekauft. Das habe ich auch gekauft und habe dann so kleine Tücher, Handtücher gerollt und die so reingemacht. Dann habe ich diese Boxen gekauft. Die sind von IKEA. Die findet ihr bei der Kinderabteilung. Und jetzt habe ich alles so in Boxen reingemacht. Hier sind zum Beispiel Tüten, hier sind Waschmittel und so Zeug. Hier so Bausachen, Schraubenzieher und hier hat das Wetepapier. Dann habe ich zwei solche Abfalleimer, keine Ahnung was, gekauft. Da drin habe ich Alu-Dosen und hier PET-Flaschen. Das kommt noch in den Keller. Das sind die Wäsche, die ich noch machen muss. Und das kommt auch in den Keller. Das auch, das auch. Und hier werde ich dann auch noch was machen, weiß ich aber noch nicht genau wie. Und dann werde ich hier noch genauso Vorratsdosen machen und alles schön dekorieren und so. Das werde ich euch dann aber auch zeigen. Dann neu haben wir noch diesen Teppich. Den habe ich aber nicht von IKEA, den habe ich von Lipo. Hier in der Mitte kommt dann noch so ein großer Puffer, den habe ich auch schon bestellt. Der kommt Ende Januar an. Das heißt, es geht eigentlich nicht mehr lange und dann ist die Roomtour schon fast fertig. Meine Eltern sind jetzt da und meine Mutter und ich
versuchen jetzt unsere Vorhänge irgendwie schön zu schneidern. Ich kann das eigentlich nur noch von der Grundschule, aber ich probiere es trotzdem irgendwie noch gut zu machen. Und genau, dann schauen wir uns noch vielleicht einen Wohnzimmertisch an, also so einen Couchtisch. Weil ich weiß einfach nicht, es ist so schwierig einen zu finden. Und genau, übrigens habe ich jetzt so bei IKEA so Decken gekauft und habe die dann aufs Sofa gemacht, weil wir halt hier auch manchmal essen, trinken und so. Und es ist halt voll schade, wenn dann das Sofa gleich Flecken hat. Und genau, jetzt hat meine Mutter mir noch diese Vorhänge gefärbt, mal so hingetan, das sieht voll schön aus. Genau. Oh, Leute, wir sind immer noch dran. Wir haben jetzt die Vorhänge geschnitten, genäht, gebügelt. Also meine Schwiegermutter hat sie genäht, meine Mutter hat sie gebügelt und ich habe sie die ganze Zeit aufgehangen und ich habe richtig Nackenschmerzen. Aber ich habe gesehen, dass es bei IKEA so Schienendinger hat, die man so reindrücken kann. Das heißt, man muss sie nicht einzeln so reinschieben, sondern ihr könnt sie einfach so in die Schiene reindrücken und dann geht das eigentlich recht schnell. Aber ich muss die ganze Zeit jetzt warten, bis meine Mutter fertig gebügelt hat, damit ich sie dann wieder aufhängen kann. Ich kann euch aber mal zeigen, wie es im Schlafzimmer aussieht. So sieht das aus und wie ihr sehen könnt, sind die immer noch relativ lang, aber nicht mehr so lang wie am Anfang. Und ich finde das einfach so schön. So Leute, ich habe mich schnell zusammengerissen und mich fertig gemacht, geschminkt, weil meine Schwester gekommen ist und wir doch noch was trinken gehen. Ich bin so müde, ich habe auch so Kopfschmerzen und dann habe ich mir noch einen Zopf hier gemacht, aber trotzdem besser ein bisschen rausgehen als nur zu Hause bleiben. So kommt man auch auf andere Gedanken, ne? Mhm. Und ja, dann sehen wir uns morgen vielleicht, vielleicht auch übermorgen. Genau. Bis dann! Heute ist Samstag und ich habe mich gerade angezogen. Wir gehen ein bisschen einkaufen. Wir brauchen noch mehr zu trinken. Also wir haben uns ein bisschen unterschätzt mit dem Trinken. Und genau, jetzt habe ich mich gerade geschminkt, meine Haare gestreckt. Ich habe heute das an. Also geglättet heißt das. Ich habe heute das an. Das sind noch meine Schuhe. Ich liebe die einfach. Hier steht Jetam drauf. Die habe ich von meinem Verlobten zum Geburtstag bekommen. Und genau. Ich bin aber noch nicht fertig angezogen. Ich ziehe mir noch eine Lederjacke so drüber an. Also alles so ein bisschen cooler. Oder soll ich gleich noch so ein bisschen reinstecken? So oder so? Wir sehen es dann am Schluss mit der Jacke. Gestern waren wir noch was trinken mit meinen Freunden und meinen Schwestern und es war voll cool. Ich war etwa um 1 Uhr zu Hause und habe dementsprechend mega lange geschlafen. Ich bin einfach ein bisschen müde. Man sieht es mir, glaube ich, auch an. Und genau, also ich ziehe mich jetzt fertig an und dann sehen wir uns später. Tschüss. So, wir sind wieder zu Hause vom Fitnessstudio. Er hilft mir schön beim Kochen und wir essen kurz was, dann gehen wir mit Exona und Drillung raus, was trinken oder so. Es gibt Spätzle mit Bratensauce und Ei und Fleisch. Das Fitness war richtig erfolgreich. Sam, look me Bizeps! Nach dem Fitness muss er immer das T-Shirt ausziehen, um zu zeigen, was er gearbeitet hat. Gute Leistung. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Ich sehe ein bisschen kaputt aus und ich habe so Panda-Augen.
wegen meiner Schminke. Ich habe das nicht so gut weggenommen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt ein Tiramisu machen. Ich mache nie das gleiche Tiramisu wie andere, sondern ich mache das so ein bisschen anders. Also dann fangen wir mal an. Das allererste, was ich benutze, ist Mascarpone. Ich nehme so einmal eine große, einmal eine kleine Portion. Ich schreibe euch die genauen Maßen dann in die Infobox, was ich benutzt habe. Und dann fangen wir an. Ich habe da so eine Schüssel mit so einem Griff. Dann mache ich das auf und tue das in die Schüssel rein. Habe ich hier einen Schokopudding-Joghurt, also eigentlich ist das wirklich ein Pudding, Schokopudding, und den benutze ich auch. Da ist jetzt 500 Gramm drin, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie viel ich da reinmache, weil es darf ja nicht zu flüssig sein und ich messe das eigentlich immer nach Gefühl und deshalb mache ich das jetzt einfach so rein, wie ich denke, dass es richtig ist. Ich denke mal, das ist richtig ein Pudding, ne? Kein Joghurt, sondern Pudding. Ihr könnt dann natürlich den Schokopudding auch selber machen, aber ich hatte jetzt keinen Bock. Ich habe jetzt die Creme drauf gemacht, dann habe ich die Bananen einfach geschnitten, einfach irgendwie hineingelegt, spielt eigentlich keine Rolle wie. Und dann kommt jetzt wieder eine Biscuit-Schicht und dann nochmal die Schokoladencreme und dann ist das Dessert schon fertig. Also es geht ultra schnell und es ist so lecker und das ist eigentlich kein Tiramisu mehr, sondern keine Ahnung was. Hat meine Mutter mal so gemacht und jetzt machen wir es immer so. Leute, ich habe bis jetzt geschlafen, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Immer wenn das Wetter sich verändert, dann bekomme ich so Kopfweh. Wir waren sogar auf dem Weg nach Zürich und dann hat mein Verlobter gemerkt, dass es mir richtig scheiße geht. Und dann ist er wieder gekehrt, also umgekehrt in die Wohnung. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen und jetzt geht es mir schon viel, viel besser. Genau. Wir haben gestern eine Serie zu Ende geschaut, die von Khalif Browder. Ich kann sie euch sonst hinschreiben in die Infobox. Die war so spannend und ich musste gestern so heulen. Es kann auch sein, dass ich wegen dem Kopfschmerzen hatte, weil ich so dann immer Kopfschmerzen habe, wenn ich geweint habe. Könnte auch von dem sein, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist diese Serie sehr, sehr empfehlenswert und es ist einfach krank, in was für ein System die dort leben. Aber ja, ich musste einfach so heulen, weil das so schlimm war für mich. Genau, falls ihr das schauen möchtet, könnt ihr das gerne machen und schreibt mir dann auch mal, wie ihr es gefunden habt oder was ihr drüber denkt. Ich stehe jetzt auf und mache langsam meine Ding, mache was zu essen. Ich habe gedacht, ich mache Nudeln mit Pesto-Soße
Und dann essen wir langsam und danach zeige ich euch noch ganz kurz, was ich bei Boho bestellt habe. Dort, aber ich habe nicht so viel bestellt, also echt nicht viel. Einfach so ein paar Kleinigkeiten und ein paar Basic-Sachen, weil ich habe euch, glaube schon im letzten Vlog gesagt, dass mir solche Sachen fehlen. Und jetzt mache ich ganz kurz die Nudeln. Ich habe jetzt gegessen und zeige euch, was ich bei Boho bestellt habe. Das ist übrigens keine bezahlte Kooperation oder so. Ich habe das selber bezahlt. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das, weil dann könnte ich das eigentlich immer so machen, dass ich euch zeige, was ich bestellt habe, weil mich immer so viele fragen, woher hast du das, woher hast du das? Und so ist das immer für euch aktualisiert, also der neueste Stand, was ich so neu habe und so weiter. Ich zeige euch das gleich. Ich ziehe mich schnell um und dann zeige ich euch die Kleider. So, ich habe einmal dieses Oberteil. Ich fand das so schön, aber das ist eigentlich eher dann für den Sommer. Das ist dann so. Und hier geht es so ein bisschen in den Spitz. Finde ich einfach voll schön mit einer Jeans. Ich habe jetzt einfach so eine Trainerhose an. Die ist von Zara übrigens. Die sieht da hinten so aus. Und hier hat es noch so ein, was haben wir denn, Tasche, Hosentasche. Genau, dann habe ich einmal das. Dann habe ich dieses Oberteil. Das ist ein ganz einfaches, normales Langarm-T-Shirt. Aber ich fand die Farbe voll schön und ich liebe es dann, das so reinzumachen und eine coole Jacke anzuziehen. Ich habe jetzt aber einen weißen BH an und das zieht man jetzt ein bisschen durch. Also müsste man dann schauen, dass man dann einen nudefarbenen BH anhat. Aber sonst sitzt es voll gut. Und ja, was will man da groß sagen, das ist halt ein Basic-Oberteil. Dann habe ich noch diese Jacke geholt. Das ist so eine Lederoptik-Jacke. So Fake-Leder, wartet, so. Ich fand die richtig geil, weil die so ein bisschen groß geschnitten ist. Und die Farbe ist auch mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber ich liebe so Sachen halt einfach. Vor allem bei Leder liebe ich es, wenn es so extra groß ist. Deshalb habe ich das auch in M genommen. Und ja, das könnte man eigentlich genau so anziehen. Dann habe ich noch diese Lederjacke, die ist auch so groß. Das ist eigentlich so wie ein Blazer geschnitten. Ich versuche euch wirklich diese Sachen nochmal rauszusuchen und verlinke euch alles in der Infobox. Ich weiß nicht, ich mag solche Sachen einfach. Ich hatte das ja auch gestern in meiner Story an, in meiner Insta-Story. Und das habe ich dann mit so einer breiten Jeanshose angezogen, ein cooles T-Shirt und Turnschuhe. Das sieht einfach richtig geil. Es ist einfach genau mein Geschmack. Übrigens habe ich noch was anderes bestellt. Und glaubt mir, das hat richtig nach Fisch gestunken. Ich habe es jetzt in eine Tüte reingemacht und zugeknöpft, weil, also so einen Knoten reingemacht, weil es so übertrieben stinkt. Oh mein Gott, es riecht richtig nach so Fisch. Und die zeige ich euch jetzt nicht, weil ich es nicht auspacken möchte, sonst stinkt die ganze Wohnung. Jetzt bei dieser Jacke und bei der anderen Jacke hat es jetzt nicht gestunken. Riecht nicht mal nach Leder oder so, nichts. Aber die andere, das war richtig schlimm. Also das fand ich ein bisschen schade, weil ja, die kann ich jetzt nicht brauchen, kann ich auch nicht verkaufen, weil die so stinkt. Außer ihr habt vielleicht eine Idee, wie der Geruch weggeht und auch mit raushängen an die frische Luft, das hat auch nicht funktioniert. Vielleicht habt ihr eine Idee oder so, aber ja, das fand ich echt schade bei Boho. Und dann habe ich noch dieses Oberteil bestellt, das ist auch ganz normal. Nichts Besonderes, hat hier so Knöpfe, also auch wieder ein Basic-Oberteil. Ich liebe das einfach. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Ich habe schon lange nicht mehr einen Hau gemacht. Wie süß ist bitteschön diese Tasche? Ich drehe durch. Ich fand die so schön. Die ist einfach so übertrieben schön. Richtig geil. Da habe ich noch ein paar Schuhe, also High Heels, zeige ich euch auch noch. Ich habe noch diesen High Heel bestellt. Ich finde das einfach so schön mit diesem Absatz. Und die sind nicht so hoch und richtig bequem. Ich hatte die auch schon an. Die habe ich in der Größe 38 genommen. Also das passt sich genau an meine Größe. Also ich habe immer 38
und es ist perfekt von der Größe. Und ich finde diesen Absatz einfach richtig schön. So, ich denke, das war's auch schon mit meinem Video. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Danke, dass ihr so aktiv auf meinem Kanal seid. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Ich habe so gute Zahlen. Das ist einfach nicht mehr normal, wie gut ihr einfach mich immer unterstützt und mir immer ein gutes Feedback gebt. Die Kommentare sind immer so süß. Und genau, ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Ich versuche, wie ihr merkt, recht aktiv zu sein. Ich habe auch schon ein paar gute Ideen, was ich als nächstes bringen kann. Alles so, was euch interessiert, was ihr mich immer wieder fragt. Falls ihr Lust habt auf so ein Live-Update, könnt ihr auch einen Daumen nach oben lassen. Wenn ich sehe, dass ihr fleißig geliked habt, dann werde ich da ein Video hochladen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Tschüss!